und gleich mal stolpern hier. Also der Plan war hier durchrennen und dann gleich mal mit der Taschenlampe anleuchten. In der Tür sind wir am sichersten. Okay, das haben wir doch wieder verkackt. Ja. Der Mist beginnt hier schon wieder. Ich glaube, das ist wirklich die beste Taktik, hier mal durchzurennen. Mit den Pfeiltasten müssen wir es dann machen. Und dann hier mal zu leuchten. Ach, verdammt! Ich bin gerade mit dem Krieg gegen die Briten fertig geworden. Jetzt ist erstmal Ruhe, bis das Große von Übersee kommt. Aha, welches Spiel war es denn, was du gespielt hast? Was du spielst, hab's gerade nicht ganz, hab nicht ganz genau geguckt. So, wie kriegen wir die jetzt? Oh wei, okay, jetzt haben wir hier schon zwei. Da kommt der nächste. Na komm. Die dürfen wir nicht an uns ranlassen. So, okay, hier, da kommt noch einer. Nein, das darf nicht. Ach komm! Der letzte. Der letzte hat uns gekriegt. Es beginnt ja schon so super. Aber es ist, glaube ich, die beste Taktik, wenn wir uns da drüben hinstellen und dann dort noch mit den Pfeiltasten schwenken müssen. Komm du her, komm du her, komm du her. Ich kriege ich. Puh, gerade so. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Ah, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Verdammt. So viel Spaß schon am Anfang des Streams. Okay, wir müssen jetzt alle kleinen Männchen hier besiegen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier im Raum zurechtkommen. Nein, 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 zu schlecht. Puh, okay. Es tut. So, hier sehe ich es auch kommen, wenn sie da lang. Oh, zwei auf einmal. Vier Sachen. Okay, wie viel haben wir jetzt schon besiegt? Ich kann gerade nicht wirklich auf den Chat gucken. Ich muss mich gerade hier aufs Spiel konzentrieren. Da kommt einer. Nein, darf nicht. Ach komm. Den hatten wir doch schon fast. Wie viele sind denn das hier? Wie viele Männchen sind das? Wir werden halt hier wahrscheinlich die ersten paar Minuten hier mit verbringen. Hier irgendwie durchzufinden. Das ist auch unfair hier. Den haben wir schon Ewigkeit angeleuchtet und dann springt er uns immer noch an. Ich glaube, das ist wirklich die beste Taktik, da immer durchzurennen. Und jetzt hier mit den Pfeiltasten muss ich steuern. Das ist immer ein bisschen schwierig. Okay, den haben wir. Muss man ein bisschen lenken. So, von hier aus ist besser. Da kommen sie dann zu zweit auf einmal. Das finde ich ein bisschen unfair. So, okay, dich haben wir. Okay, das kriege ich doch mittlerweile ganz gut hin. So, sehr gut. Da, du. Du hier. Solche andere kriege ich auch noch. Na, kommt her. Sind noch ein paar. Jetzt nicht von beiden Seiten. Okay, sehr gut. Die zwei haben wir. Nicht scheue Wesen sind das. Dürfen wir nicht so dicht an uns ranlassen. Sonst sind wir verloren. Na komm. Es können auch nicht mehr viele sein. Oder wachsen die nach?
Momentan ist still. Habe ich nie wirklich mitgemacht. Ach, was ist eure Meinung zu Halloween? War die Frage. Und Lars hat nicht mitgemacht, nur auch nicht wirklich. Ich habe es als Kind immer ganz dolle geliebt, mich so zu verkleiden und dann. Okay, hier scheint es jetzt ruhig zu sein. Dann süß oder saures dann Süßigkeiten zu bekommen. Aber ich glaube, habe früh damit aufgehört. 13, 14 habe ich dann aufgehört, auf die Straßen zu gehen oder was. Erst mit 15. Auf jeden Fall irgendwann habe ich dann aufgehört damit. Und dann. Okay, wir haben sie weg. Wir haben sie verjagt. Wie kommen wir jetzt weiter hier? Ach, das ist ein Hebel. Können wir den Stuhl vielleicht verschieben? Ein Lieblingsfest im Jahr, also ne, Halloween nicht. Ist nicht das Lieblingsfest. Also ich mache es immer, ich mache es immer Halloween-Specials auf meinem Kanal zu machen. Da wird es auch dieses Jahr wieder einen Stream geben. Ich versuche es zumindest. Ein Halloween Special Stream zu kriegen, wenn ich ein Spiel finde. Ein gruseliges Spiel. Wenn ihr Ideen habt für das Halloween Special. Wenn ihr dann noch ein Spiel habt, was ihr gern sehen wollt. Ich hoffe eigentlich noch, dass Pumpkin Jack bis dorthin rauskommt. Dass ich dann noch die Zeit habe, mir das zu kaufen. Wenn das erst am 31. rauskommt, das befürchte ich fast zu Halloween. Dass das erst dann rauskommt, dann werde ich nicht im Stream spielen können, weil ich dann. Ach, Scheiße, jetzt kommen die wieder. Nicht die schon wieder. Es war wieder tot. Outlast, vergiss es, auf gar keinen Fall. Puh, hier war ein Checkpoint. Jetzt muss die wieder besiegen. Ah, ist das lästig. Ah, hier ist einer. Wollen wir uns wieder einzeln auf die stürzen oder? Ich renne erstmal durch, oder? Also ich meine, welches Fest machst du am meisten im Jahr? Also Weihnachten finde ich immer irgendwie. Weihnachten finde ich sehr, sehr, sehr genial. Das ist gut. Das hat so, hat immer irgendwie ein bisschen Zauber mit sich. Auch wenn einige. Au, jetzt alle auf einmal, das ist nicht klug. Weihnachten finde ich ganz toll. Nicht nur wegen der Geschenke. Ich meine, weil es auch davor schon, weil die Adventszeit schon. Allein die ist schon so mega geil. Hast schon. Also ich finde die Adventszeit fast besser als Weihnachten an sich. Also ich finde das genial, wie man fast den ganzen Monat. Verstehst du, was ich meine? Dass man hier den ganzen Monat das ganze Lebkuchen essen und Kerzen nicht und Zimtgeruch und so weiter. Es ist eine schöne Zeit. Das ist einfach, das ist. Weihnachtszeit, also finde die Adventszeit dann wirklich. Die Weihnachtszeit ist ja dann noch mal was anderes, aber die Weihnachtszeit beginnt ja erst am Heiligabend, also die Adventszeit am ersten Advent. Wie soll man da durchkommen? Leider keine Weihnachtsmärkte in diesem Jahr. Hoffe ich nicht. Also es wurde einiges gesagt, dass es beschränkt wird, aber ich habe gehört, dass es auch dass auch einige Weihnachtsmärkte geben wird. Mit Auflagen wahrscheinlich. Darfst dich halt nicht in Gruppen treffen, aber. Ach, dann kommt gleich der nächste hier. Kommt gleich der nächste angerannt. Ich glaube, einen Glühwein und einen Punsch trinken darfst du trotzdem. Es ist nicht unmöglich. Ich stehe jetzt mal hier so. Der ist ja clever. Ach du Scheiße, mich runtergefallen. Nein, der ist schon relativ sicher, dass es keine geben wird. Oh, das ist natürlich traurig. Ja, aber du kannst auch trotzdem. Ja, trotzdem noch. Weihnachts, du kannst ja trotzdem noch. Oh verdammt, der kommt mir nahe.
Welcher? Sehr gut. So, ich muss mich immer kurz konzentrieren. Und das ist dann das Profilbild, wie ich sehe. Ja, ich habe meinen Kanal schon auf Halloween gestellt, habe meinen Kanalbanner schon einen Grusel-Look gestellt und das Profilbild gleich hier in den in so einen gruseligen Look, in so einen, wie nennt man das am besten? Ach, verdammt mich! In so einen gruseligen hier, so ein hier, wie sind die früher, die Dia, hier Dia-Ding und so ein Dia. Ach komm schon. Ist jetzt hier. Machst du das auch Weihnachten und Neujahr? Etc. Was? Ach so, die Kanalbild oder so. Weihnachten, ich werde es versuchen. Also Halloween und Weihnachten ist bei mir immer. Ich habe zumindest ein Avatar mit Weihnachtsmütze, den gibt's. Das wird sich dann in Weihnachtszeit und in der Adventszeit. Oh wei, der ist aber heftig drauf. Hätte ich am Bockwurst und Kartoffelsalat und Weihnachten Bratwurst und Glühwein auf der Terrasse. Bockwurst, nee. Aber was ist denn jetzt mit Weihnachten hier auf einmal? Wir haben heute den 14. Oktober. 14. Was seid ihr hier schon in Weihnachtsstimmung? Was ist denn hier? Warum reden wir jetzt so viel über Weihnachten? Es ist kein weihnachtliches Spiel, was wir hier spielen. Es ist jetzt hier nicht was der anders, dass wir jetzt hier. Ich meine, Halloween haben wir geredet. Das ist legitim jetzt. Was haben wir jetzt? Das ist um Halloween zu reden. Das ist gerade aktuell. Nein, nicht reinfallen. Gut, die drei haben wir. Meine Schwester hat mich tatsächlich gestern gefragt, was ich mir wünsche. Ja, ist auch schon clever. Also wenn wirklich, also meine Eltern und Großeltern haben mich noch nicht gefragt, aber ist tatsächlich clever, jetzt schon Sachen zu kaufen, weil wenn da manche Sachen gibt es dann auch nachher nicht mehr. Und wenn es dann nachher noch gibt, sind sie jetzt günstig. Die sind also jetzt für das Weihnachtsgeschäft einzukaufen, jetzt Weihnachtswünsche schon zu äußern und die zu bestellen, das ist clever. Da musst du nicht so viel Geld ausgeben. Wenn erst Ende Dezember, wie die meisten, kurz vor Heiligabend, am 21., 22., was Geschenke einkaufst, dann sind die teuer. Das ist, da musst du da, da sind die Preise natürlich riesig hoch. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du jetzt im Oktober schon Sachen kaufst, da werden manche Sachen. Wenn der Mom kauft, geht das Weihnachten schon Geschenke für das Weihnachten darauf. Das ist blöd. Das ist. Eigentlich musst du im Sommer kaufen. Und die besten Preise zu kriegen, musst du im Juni. Im Juni, Juli musst du Geschenke kaufen für das Weihnachtsfest. Dass du die besten. Also wenn du, also im Sommer wird, also da ist da ein Sommerloch, da wollen alle Firmen ihr Zeugs verkaufen. Das ist im Sommer kaufen, also gerade wenn du, gerade Videospiele und so weiter, Videospiele im Sommer, auf jeden Fall irgendwo Videospiele im Sommer kaufen. Im Juni und Juli, da will keiner Videospiele haben. Da werfen sie das die hinterher im Laden. Und dann Nintendo Switch Spiel oder sowas haben willst, müsstest du es eigentlich im Juni oder Juli kaufen. Ist ja logisch in den kalten, also ab Herbst, September. Kriege ich hier mal nicht runterfallen. Hier ist eine Leiter, da muss ich runter oder was? Puh. Knapp, nur fast runtergefallen. Geht's jetzt hier lang? Hier ist noch so ein Männchen. Ich komme die wieder zurück. Ach verdammt!